Mein Name ist Emil Sandkuhl. Ich bin Qigong-Lehrer und Experte für traditionelle chinesische Medizin. Unser Thema heute ist die Leber. Und wir werden mit der ersten Übung beginnen. Die erste Übung ist der Baum. Die erste Leberübung, der Baum. Und stell dir vor, du wärst ein Baum. Ein Baum in seiner ganzen Pracht. Und jetzt gehen wir in den Stamm des Baumes, im Vollholz. Der Stamm hält den Baum stabil, aufrecht. Und dann stellen wir uns vor, es wäre Frühling und die Sonne scheint wieder häufiger und der Baum wächst hoch in den Himmel und breitet seine Zweige aus, wächst in die Breite, verschafft sich Platz. Und wenn wir hier unten sind, dann sind wir in den Wurzeln. Die Wurzeln geben dem Baum Halt und versorgen ihn mit lebensnotwendigen Mineralien. Also der Baum in seiner ganzen Pracht. Der Baum im Holz, im Stamm. Der Baum im Wachstum nach oben. Und der Baum, der sich ausbreitet. Die Blätter werden grün. Und der Baum unter der Erde in seinen Wurzeln, die ihm Halt geben. Und wir können einatmen beim Heben und ausatmen beim Senken und einatmen beim Wachsen und ausatmen beim Senken. Und natürlich weiteratmen. Und mit der nächsten Einatmung heben, ausatmen, senken. Einatmend strecken und ausatmend in die Wurzeln gehen. Ich hoffe, unser gemeinsames Üben hat dir Freude bereitet und wir sehen uns bald wieder, um unsere Gesundheit und unsere Selbstheilungskräfte zu optimieren. Vielleicht noch den Daumen hoch, das Video teilen, den Kanal abonnieren und ansonsten bis bald.